bis zu 100% mehr Leistung und das für 150 Euro weniger. Das soll die RTX 3080 im Vergleich zu RTX 2080 liefern. Ich war ja erstmal skeptisch, als ich von diesen Daten hier gehört habe, aber in meinem Test hat sich gezeigt, die RTX 3080 ist wirklich ein echtes Powerhouse. Was ich in meinem Test noch herausgefunden habe, das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. Bis zu 100%? Das ist wirklich eine aberwitzig große Leistungssteigerung, die Nvidia jetzt hier für die RTX 3080 angekündigt hat. Jetzt nur mal kurz als Vergleich, blenden wir euch die Leistungssteigerung von den letzten Generationen, beginnen mit der GTX 87 ein, Codename Kepler. Der Nachfolger Maxwell in der Form der GTX 89 war dann im Schnitt ungefähr so 36% schneller. Dann kam ein ziemlich großer Sprung, nämlich auf Pascal mit der GTX 1080. Da war der Leistungssprung dann bei enormen 53%, das war schon wirklich ordentlich gewesen. Die RTX 2000 Grafikkarten alias Turing warteten dann mit der Neuerung von hardware-seitigem Raytracing auf. Der Leistungszuwachs fiel dann aber eher wieder geringer aus. Eine Steigerung von 100% ist wirklich alles andere als normal. Die sind vor allem auf die technischen Daten zurückzuführen, die blenden wir jetzt hier mal kurz ein. Ich werde jetzt da nicht so im Detail drauf eingehen, weil ich habe nämlich letzte Woche schon ein sehr, sehr ausführliches Video gedreht, findet ihr hier oben in der Infocard. Da habe ich nämlich einen Experten von Nvidia gefragt, wie jetzt eigentlich die Leistungssteigerung zu erklären ist und auch welche architektonischen Veränderungen vorgenommen wurden. Man darf jetzt natürlich bei diesen 100% einen wichtigen Zusatz nicht vergessen, nämlich das bis zu, das Nvidia angibt. Aber in meinem Test hat sich gezeigt, es gibt wirklich Spiele, in denen die RTX 3080 im Vergleich zu RTX 2080 100% mehr Leistung erreicht. So habe ich jetzt zum Beispiel eine Raytracing-Version von Minecraft mit der RTX 3080 im Schnitt 104,8 FPS messen können. Die RTX 2080 wiederum lag nur bei 52,9 Bildern pro Sekunde. Selbst die RTX 2080 Ti wird um satte 46% geschlagen. Wenn ihr übrigens mehr darüber wissen wollt, wie meine Testergebnisse zustande kommen, dann werft doch mal einen Blick in das entsprechende Video. Das findet ihr eben hier oben in der Infocard oder auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nvidia hat jetzt bei der RTX 3080 flüssiges 4K-Gaming auch bei aktiviertem Raytracing versprochen und welches Spiel wäre jetzt zum Testen eigentlich besser geeignet als Control? Weil in diesem Spiel kommen wirklich mit Abstand die meisten Raytracing-Effekte zum Einsatz. Die RTX 3080 schlägt die RTX 2080 dabei mit einer Steigerung von satten 90%, also wirklich um Längen. Im Vergleich zu RTX 2080 Ti sind es immer noch 40% an Mehrleistung. Die 60 FPS werden dabei im Durchschnitt klar übertroffen. Ja, dieser Leistungszuwachs ist aber eben nicht nur in Spielen mit Raytracing-Support zu erkennen, sondern auch in anderen Spielen wie zum Beispiel Borderlands 3. Hier kann die RTX 3080 die alte RTX 2080 um ganze 93% schlagen, also wir sind jetzt wirklich von den 100%, die Nvidia eben angibt, nicht mehr weit entfernt. Und auch im Vergleich zu RTX 2080 Ti liegen wir hier immer noch bei einem Plus von 41%. An dieser Stelle können wir jetzt auch den ersten Vergleich zu RX 5700 XT ziehen, sofern man das jetzt eigentlich überhaupt als Konkurrenz sehen kann. Die kommen nämlich gerade mal auf 28,4 FPS im Vergleich zu den 63,7 Bildern pro Sekunde, die die RTX 3080 schafft, ist es halt ja nicht mal die Hälfte der Leistung. Ein weiterer Titel, in dem wir jetzt auch schon nahe in den versprochenen 100% von ihr wieder herankommen, ist übrigens noch Doom Eternal. Hier stehen jetzt satte 192,5 FPS zu Buche und das halt sogar in UHD-Auflösung. Die 2080 als Vergleich schafft jetzt gerade mal 102,6 und bei der 2080 Ti sind es immerhin 140,6, also auch hier über 50 FPS weniger. Ich habe jetzt neben diesen vier Spielen natürlich auch noch viel mehr Spiele getestet. Also insgesamt waren es 18 Spiele, die ich teilweise mit und auch ohne Raytracing getestet habe, als direkten Vergleich in den drei Auflösungen UHD, QHD und FHD. Ja, und wenn euch jetzt für alle meine Testergebnisse interessiert, die es jetzt leider nicht ins Video geschafft haben, es wären einfach viel zu viele, da würden wir jetzt, glaube ich, 30, 40 Minuten drehen müssen, um das irgendwie unterzukriegen, dann werft doch einfach einen Blick in den Artikel, den findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Natürlich erreicht jetzt die RTX 3080 nicht in allen Spielen einen Leistungszuwachs von 90 bis 100%. Ich denke, davon konnte man noch nicht ausgehen. Aber im Schnitt konnte ich jetzt in Spielen mit Raytracing und DLS ein Plus von satten 71% in UHD messen. Das bisherige Topmodell, also die RTX 2080 Ti, wird immer noch um ganze 29% geschlagen. Wenn wir jetzt die Spiele ohne Raytracing anschauen, liegt der Leistungszuwachs in UHD immer noch bei ganzen 59%. Man merkt in den Tests jetzt aber halt wirklich auch ganz klar, dass die RTX 3080 hier für die UHD-Auflösung ausgelegt ist. Also ich habe jetzt eben auch in niedrigen Auflösungen getestet, wie halt zum Beispiel Full HD, und da zeigt sich halt dann schon relativ schnell, dass selbst ein auf 5 GHz übertakteter Intel Core i9 9900K zum Bottleneck werden kann und halt dadurch dann die Grafikkarte ausbremst. Das führt halt dann dazu, dass ich jetzt in Spielen wie zum Beispiel Far Cry 5 oder Forza Horizon 4 nur einstellige FPS-Zuwachse habe messen können, was halt nicht annähernd die Leistung von der Grafikkarte eigentlich widerspiegelt. Im Schnitt liegt die RTX 3080 in Full HD immer noch um gute 30% vor ihrem Vorgänger. Im Vergleich zu RTX 2080 Ti sind es dann noch 14% Leistungszuwachs. Auch in Full HD habe ich natürlich jetzt wieder Tests mit Raytracing durchgeführt. Hier verschiebt sich das Bild dann wieder leicht zugunsten der RTX 3080. Da sind es dann immerhin 40% Abstand zu 2080 und 19% zu RTX 2080 Ti. Ja, mit diesem Testergebnis sollte es aber auf jeden Fall klar sein, dass sich die RTX 3080 eben nicht an die Full HD Gamer richtet, sofern ihr jetzt nicht
gerade einen 300-Hertz-Monitor mit G-Sync euer eigen nennt und es halt wirklich auf jede einzelne Millisekunde ankommt, deutlich wohler fühlt sich die RTX 3080 dann eben in der zwischenliegenden Auflösung, also QHD, aber selbst hier kann sie nicht das volle Potenzial ausspielen, das sie in UHD hat. Hier stechen dann eben auch wieder Titel wie zum Beispiel Borderlands 3, Doom Eternal oder Control heraus. In denen liegt der Leistungszuwachs jetzt ungefähr zwischen 70% und 80% im Vergleich zu RTX 2080, also wieder ziemlich hoch. Im Schnitt sind es dann immerhin noch 46% und wenn wir jetzt eben wieder die Spiele mit Raytracing anschauen, oder beziehungsweise mit DLSS, da sind es dann 52%. Sehr interessant sind jetzt dann auch die Leistungsdaten zu zwei Spielen, nämlich einerseits Metro Exodus und auf der anderen Seite Shadow of the Tomb Raider. Die habe ich nämlich jetzt einmal mit Raytracing und DLSS getestet und einerseits ohne. Und an diesen beiden Beispielen lässt sich jetzt echt schon gut erkennen, dass die Technologien endlich erwachsen geworden sind, weil anfangs hatte man ja teilweise wirklich 40-50% niedrige FPS-Raten. Jetzt ist es so, in Metro Exodus liegen die FPS mit Raytracing und DLSS wirklich nur noch knapp unter den normalen Werten. Und in Shadow of the Tomb Raider erzielen wir dank DLSS sogar mehr FPS, obwohl wir Raytracing aktiviert haben. Also da sieht man halt wirklich mittlerweile schon, wie gut es eigentlich optimiert worden ist, eben dank DLSS 2.0 vor allem. So viel jetzt eben zu den Leistungsdaten. Nvidia hat außerdem noch ein anderes Versprechen gegeben, nämlich dass die Effizienz um bis zu 90% steigen soll. Das ist jetzt nur in gewissen Szenarien der Fall. Wir nehmen jetzt als Beispiel einfach mal Control. Hier hat nämlich die RTX 2080 bei uns im Test 63 FPS erzielt in QHD, also 1440p, und verbraucht dabei um die 230 Watt. Die RTX 3080 wiederum kommt auf 109,4 FPS bei einer Leistungsaufnahme von 235 Watt im Schnitt. Also ihr seht schon, Leistungsaufnahmen sind hier bis auf 5 Watt identisch, aber eben die FPS liegen deutlich höher. Wenn man das jetzt runterrechnet, kommen wir auf eine 70% höhere Effizienz. Also das ist schon mal ordentlich, aber noch nicht ganz bei den 90%, die jetzt Nvidia eben angibt. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick, nämlich wenn wir im Spiel jetzt ein FPS-Limit von 60 eingeben, dann ändert sich eine Leistungsaufnahme der RTX 2080 natürlich nahezu nichts. Also die hat ja eben vorher schon 63 FPS erreicht. Wohingegen in die 3080, da sinkt der Leistungsaufnahme aufs ganze 120 Watt runter, also 110 Watt weniger. Damit kommen wir jetzt eben bei Faktor 1,9 an, den Nvidia angibt. Und ja, ich höre jetzt da draußen natürlich schon den Aufschrei von euch, dass es komplett realitätsfern ist. Aber es gibt tatsächlich wirklich einen Anwendungsbereich für das Ganze und das Ganze ist G-Sync. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Monitor habt mit 144 Hertz, dann solltet ihr normal im Spiel immer ein FPS-Limit so bei 142 bis 143 FPS einrichten, eben damit das Spiel nicht außerhalb dieses G-Sync-Bereichs kommt, also dass ihr quasi nicht mehr FPS habt, als eure Grafikkarte mit dem Monitor synchronisieren kann. Weil ansonsten habt ihr eben das Problem, dass halt irgendwelche Tearing-Effekte auftreten können. Grund Nummer 2 ist dann halt ein netter Nebeneffekt, der dabei auftritt, weil durch niedrigere FPS-Raten, die Grafikkarte rechnen muss, sinkt natürlich auch gleichzeitig die Leistungsaufnahme. Und wie gesagt, damit kommt man dann eben auf den Faktor 1,9. Also natürlich, Hersteller geben immer geschönte Werte an, aber ich konnte in meinem Test, wie gesagt, wirklich zeigen, dass dieser Faktor auch in der Praxis wirklich erreicht werden kann. Leistungsaufnahme ist eben auch gleich das nächste Stichwort. Nvidia gibt hier eine stolze TGP von ganzen 320 Watt an, also das ist wirklich enorm. Jetzt nur mal als Vergleich, RTX 2080 Super oder 2080 Ti waren bei 260 Watt spezifiziert. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich habe jetzt wirklich in jedem einzelnen Spiel, das ich getestet habe, also insgesamt 20 Einzeltests in unterschiedlichen Auflösungen, so 60 Gesamttests, immer die Leistungsaufnahme mit dokumentiert. Und jetzt eben in UHD kam ich im Schnitt bei 20 Spielen auf 276 Watt, also ist noch deutlich unter den 320 Watt. Den höchsten Wert konnte ich dabei im Spiel Deliver Us the Moon messen, das war nämlich 303 Watt, knapp gefolgt von Shadow of the Tomb Raider, da waren es 299 Watt. Wenn man jetzt die Auflösung wieder runterstellt, das von UHD auf QHD runtergeht, dann merkt man einfach, dass der Prozessor immer mehr die GPU ausbremst und aus diesem Grund sinkt dann natürlich auch die Leistungsaufnahme. Wenn wir jetzt eben die Leistungsaufnahme in QHD anschauen, dann sind es in 20 Spielen im Schnitt nur noch 254 Watt. Und wenn wir dann eben nochmal runtergehen auf Full HD, sind es sogar nur noch 217 Watt. Zur Einordnung aus Performance und eben Leistungsaufnahme habe ich jetzt in UHD auch noch ein Watt pro FPS Verhältnis gebildet. Und da liegt die 3080 jetzt schon klar vorne, also die kommt jetzt hier auf einen Wert von 3,49, also 3,49 Watt pro FPS. Die 2080 Ti kommt dabei auf 3,81 und die alte 2080 auf 4,08, wo man es auch hier sieht, 2080 Super liegt deutlich schlechter, weil hier einfach die Taktraten hochgeschraubt wurden, um noch ein paar Prozent mehr Leistung rauszuholen. Die RX 5700 XT hier wiederum liegt sogar bei 4,3, also nochmal ein Stückchen schlechter. Ja, also zusammengefasst kann man jetzt wie gesagt schon sagen, die Leistungsaufnahme ist relativ hoch. Aber die RTX 3080 schafft es eben auch, diese hohe Leistungsaufnahme entsprechend viel mehr Leistung umzumünzen, weshalb halt eben einfach dieses Verhältnis aus Leistungsaufnahme zu Rechenleistung trotzdem immer noch besser liegt als jetzt eben beim Vorgänger. Also was ich im Test auch echt beeindruckend fand, ist eben dieser neu entwickelte Flow-Through-Kühler. Man sieht es hier hinten schon relativ schön, da sitzt eben ein Kühler hier wirklich komplett im Freien, also das PCB hört davor schon auf. Das heißt quasi, dass der Lüfter wirklich die Luft durch die Lamellen durchpusten kann, ohne dass irgendein Hindernis ist und es eben die Abwärme deutlich besser abgeführt werden kann.
Nvidia hat das Lüfterprofil dabei allerdings wirklich aggressiv eingestellt, nämlich auf 70 Grad. Also selbst nach einer halben Stunde Firma konnte ich jetzt mit dieser Karte nicht mehr als 71 Grad messen, was halt wirklich ein sehr guter Wert ist. Weil man auch noch zusagen muss, also dieser Wert lag zu Beginn des Tests an. Gegen Ende hat sich die Temperatur dann sogar ungefähr nur bei 68 Grad eingependelt. Und das halt bei einer dauerhaften Leistungsaufnahme von ganzen 319 Watt. Also das zeigt wirklich schon mal, wozu eigentlich dieser Kühler in Lage ist. Und man muss auch noch dazu sagen, die Grafikkarte ist aber jetzt eigentlich nicht mal wirklich hörbar geworden. Also wirklich noch einen vollkommen akzeptablen Rahmen. Also ich habe da Messungen durchgeführt mit dem Mikrofon aus 20 cm Entfernung bei einem offenen Benchtable und da habe ich 42,5 Dezibel messen können. Also das ist wirklich noch vollkommen in Ordnung. Ich habe natürlich neben der Lautstärke jetzt auch noch die Lüfterdrehzahl ausgelesen und die lag jetzt hier bei 1710 Umdrehungen pro Minute. Das war ungefähr nur 50%. Also da ist wirklich noch deutlich Luft nach oben. Ich habe es mir jetzt natürlich nicht nehmen lassen, zu schauen, wie weit die RTX 3080 sich noch übertakten lässt, ob sie jetzt ab Werk bereits schon am Limit läuft oder ob da noch einiges in Luft nach oben ist. Leider haben mir jetzt die Übertaktungstools etwas einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil, also ich meine, zum Übertakten sind ja zum Beispiel so Tools wie GPU-Z oder MSI Afterburner sehr, sehr hilfreich, eben zum Überwachen der Temperaturen, Auslesen der Taktraten oder halt zum Übertakten selber. Problem ist halt jetzt immer, wenn eine neue Generation auf den Markt kommt, müssen natürlich die Tools dementsprechend erst angepasst werden, dass sie die neuen GPUs überhaupt unterstützen. Bei GPU-Z war es jetzt so, das konnte ich gar nicht starten, das ist einfach direkt nach dem Ausführen abgestürzt und bei MSI Afterburner war dann das große Problem, dass ich die Spannung der Karte nicht regulieren konnte. Das heißt, ich konnte sie weder up- noch downvolten, also da ließ sich wirklich gar nichts einstellen. Ich konnte aber immerhin die Leistungsaufnahme, die ist ja standardmäßig bei 100% auf 115% anheben, also umgerechnet von 320 Watt auf 368 bis 369 Watt. Das hat dann schon ein bisschen Spielraum für die Übertakten gegeben, also ich habe es geschafft, beim Chiptakt immer 100 MHz zu erhöhen und Speichertakt um 480 MHz. Das habe ich dann natürlich auch wieder durch die Spieletests durchgetestet und da kam ich dann so ungefähr auf 4% mehr Leistung. Ist jetzt nicht allzu die Welt, vor allem wenn man bedenkt, dass die Leistungsaufnahme im gleichen Zug um 13% gestiegen ist. Wie gesagt, wenn man jetzt hier die Spanne noch dementsprechend mitverändern kann, denke ich, dass da noch einiges mehr an Potenzial da ist. Vor allem auch, wenn man bedenkt, was dieser Kühlkörper leisten kann. Also ich habe neben dieser Leistungsaufnahme auch noch verstellt, welche Temperatur die Grafikkarte normal erreichen kann. Also wie gesagt, Nvidia hat es ungefähr auf 70 Grad eingestellt. Ich habe das thermische Limit auf 82 Grad Celsius angehoben, was allerdings nicht funktioniert hat. Also die Karte ist nach wie vor nicht wärmer als 73 Grad geworden. Das war wirklich das Maximum, was ich in Spielertests gesehen habe. Wobei eingependelt hat es sich, wie gesagt, immer ungefähr bei 70 Grad. Also das Lüfterprofil ist dann halt natürlich dementsprechend nach oben gegangen. Die Karte ist dann deutlich lauter geworden. Also die Lüfter haben sich jetzt vorher, wie gesagt, 1710 Umdrehungen. Jetzt waren es bei 2460. Dementsprechend, wie gesagt, war die Karte dann wirklich gut hörbar. Ich denke, wenn man eben hier das thermische Profil etwas nach oben stellen kann, ist da auch selbst mit diesem Luftkühler noch deutlich Potenzial dazu übertakten. Also meine Karte kann problemlos 80 Grad erreichen, ohne dass da irgendwelche Probleme dabei entstehen. Ja, was ich jetzt bis zum Videodreh aus Zeitgründen leider nicht mehr testen könnte, ist einfach das thermische Verhalten von dieser Karte jetzt in dem Gehäuse drin, weil man sieht jetzt einfach hier oben die ganze Abwärme kommt jetzt halt direkt auf den CPU-Kühler, auf den Arbeitsspeicher und eigentlich wollte ich jetzt halt noch Tests dazu machen, eben ob man wirklich messen kann, dass der Prozessor oder der Arbeitsspeicher dadurch wärmer wird. Es wird es auf jeden Fall noch nachliefern, vielleicht werden wir dazu noch ein extra Video machen. Wir wollten noch die Thermik der Karte eben eigentlich genauer analysieren. Wie gesagt, seid gespannt, vielleicht wird in den nächsten Tagen was dazu kommen. Jetzt als abschließendes Fazit, also die RTX 3080 ist wirklich eine exzellente Grafikkarte mit einer enormen Leistungssteigerung, jetzt nicht im Vergleich zu RTX 2080, sondern eben auch zu 2080 Ti. Also die Leistungsaufnahme ist jetzt wie gesagt hoch, ist richtig, aber trotzdem hat es Nvidia geschafft, die Effizienz der Ampere-Generation zu steigern und das halt dank neuem Kühldesign auch die vermutlich leiseste und am besten gekühlte Founders Edition auf den Markt zu bringen. Also ich bin jetzt echt gespannt, was die Boardpartner jetzt eigentlich überhaupt noch hinbekommen, inwieweit deren Karte noch besser gekühlt werden oder eine höhere Taktrate erreichen, weil ich muss echt sagen, die RTX 3080 Founders Edition legt die Messlatte schon wirklich hoch. Auch aus preislicher Sicht ist jetzt die RTX 3080 aufgrund des enormen Leistungszuwachses eigentlich als günstig zu bezeichnen. Nur mal als Vergleich, die RTX 2080 kostet zur Markteinführung vor 2 Jahren stolze 849 Euro. Die 3080 hier jetzt nur 699, also deutlich darunter 150 Euro. Und ist auch im Vergleich zu RTX 2080 Super, die vor einem guten Jahr auf den Markt kam, die hat damals 739 Euro gekostet, ist die Karte immer noch günstiger und bietet in UHD einen satten Leistungszuwachs von 56%. Viele Gamer mögen sich jetzt vielleicht gewünscht haben, dass die RTX 3080 mit mehr Videospeicher ausgestattet ist. Also ich habe jetzt in jedem einzelnen Spiel eben überwacht, ob irgendwelche Einschränkungen bestehen. Ich konnte es definitiv nicht feststellen. Und vor allem ist halt immer noch ein riesiger Unterschied, wie viel Gigabyte des Tools, wie zum Beispiel MSI Afterburner beim Zocken als belegt anzeigen und wie viel Gigabyte ein Videospiel wirklich benötigt, um jetzt ohne Frame-Time-Einbrüche spielbar zu sein.
Auch zu diesem Thema ist ein Video geplant, also stay tuned. Als abschließendes Fazit kann ich jetzt wie gesagt definitiv eine klare Kaufempfehlung aussprechen für alle, die jetzt in QHD oder in UHD zocken wollen. Wie gesagt, für Full HD sehe ich die Karte RX ein bisschen als Verschwendung an. Einziger kleiner Kritikpunkt, den ich hier habe, ist der 12-Pin-Connector, weil der ist etwas unschön an der Seite der Grafikkarte angebracht und es ist dadurch wirklich extrem schwer, die Kabel zu verstecken. Also ich persönlich finde das Design echt gelungen, es ist nämlich schlicht, es ist futuristisch und vor allem es ist zweckmäßig. Es hat sogar noch zwei kleine weiße Beleuchtungsstreifen, ist jetzt halt kein RGB, sondern halt nur in weißer Farbe. Jetzt bleibt wie gesagt abzuwarten, was die Boardpartner noch so aus diesem Chip rauskitzeln können. Ich bin wie gesagt echt gespannt, ob es da noch an Mehrleistung gibt und auch eben vielleicht sogar noch leise oder noch kühlere Karten. Und dann auch eine Woche später, was die RTX 3090 da noch an Leistung draufsetzen kann. Wie gesagt, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, ich kriege das Teil bei den Händen zum Testen. Und AMD hat jetzt auch heute bekannt gegeben, dass sie am 28. Oktober ihre Radeon RX 6000 Generation vorstellen werden. Das heißt, da gibt es vielleicht endlich Konkurrenz im High-End-Bereich. Ich weiß es nicht, es bleibt abzuwarten. Ich habe immer noch die Vermutung, dass sie wahrscheinlich nur so aufs Level der 3080 kommen werden, aber wer weiß, vielleicht kriegen sie auch doch mehr Leistungssteigerungen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr so von AMD erwartet. Denkt ihr, sie werden es schaffen oder wird Nvidia nach wie vor die Leistungskrone aufbehalten? Wie gesagt, ich bin gespannt. Zu RTX 3090 und natürlich auch den RX 6000 Grafikkarten von AMD werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten und dementsprechende Tests durchführen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, gleich mal Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und lasst uns doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Das war's jetzt soweit, ich verabschiede mich damit. Ciao und bis zum nächsten Video.